Rogue Company. Let's show. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde. Ich habe ja vor kurzem erst 2 Let's Shows über Rogue rausgehauen. Jetzt bin ich schon mit dem nächsten am Start, aber was soll ich machen? Es ist gerade immer mal was Neues, über das man berichten kann. Was ich auch berichten muss. Und es ist wieder mal kurios. Was ist geschehen? Naja, ich habe gestern Abend noch ein bisschen gespielt mit einem Kumpel zusammen. Ordentlich gepusht. Wie ihr sehen könnt, Level 30 erreicht. Das ist der Skin von Level 30. Und ich spiele so vor mich hin. Zu dem Zeitpunkt waren es noch 12 oder 14 Stunden, bis die Saison endet. Weil man macht's blub. Und es sind 7 Tage mehr drauf. In dem Fall jetzt, wo ich das Video drehe, am nächsten Morgen, 7 Tage, 1 Stunde und 34 Minuten. Ich meine, das haben sie in Saison 10 gemacht und in Saison 11, die Entwickler. Deswegen war es gar nicht so überraschend, dass das in Saison 12 auch gemacht wird. Mich hat nur der Zeitpunkt überrascht. So knapp vor Schluss das noch zu verlängern. Aber gut, okay. Kann man machen. Warum sie es gemacht haben? Keine Ahnung. Vielleicht werden sie nicht fertig. Schon wieder mit der neuen Saison. Es kommt ja sogar ein neuer Agent. Ein Mädel. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ich habe mir es noch nicht angeschaut. Aber es ist auf jeden Fall verlängert. Das Ganze ist so frisch, dass ich noch nicht mal sicher bin, ob das jetzt ein Glitch ist oder Absicht. Aber das wird schon stimmen. Also wenn ich das Video release, dann... Weil ich bringe das nicht heute. Ich muss erst Mountain Crime zu Ende senden. Wenn ich das release, dann stimmt's auch. Bis dahin weiß ich das sure. Also habt da noch ein bisschen Zeit. Wie ich das finden soll, das weiß ich gar nicht so hundertprozentig. Denn ich habe es ja schon gesagt, ich habe ordentlich Gas gegeben. Wie ihr sehen könnt, die Season Quests sind gut vorangeschritten. Und ich habe mich auch durch diese HRM Quest gequält. Und auch bei diesen Quests bin ich fast voll der Vollendung. Was ich sagen muss, das hier glitscht auch schon mal wieder. Da muss ich jetzt auch mal wieder schauen, was da los ist. Ich habe einmal mit Doc gespielt und seine Drohne, seine Rest-Drohne benutzt und einmal mit Vi und ihre Giftpfützen geworfen. Und hier steht ja, verwende 30 mal Agent-Fertigkeiten. Und ja, gerade zum Beispiel bei Vi, das ist eine Fertigkeit, ihre Giftpfütze. Warum das jetzt schon wieder nicht geht, weiß ich nicht. Was man da nehmen muss, ich habe keine Ahnung. Ich würde euch den Tipp geben, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, womit es funktioniert, ob es jetzt mit Trenchs Stacheldraht funktioniert oder ob es solche Fertigkeiten sein müssen, die sich auf den Agenten selber auswirken, wie der Zorn von Chuck oder das Hacken zum Beispiel von Glitch. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, meine Freunde. Auf jeden Fall funktioniert es schon wieder mal nicht. Da müsste ich jetzt eigentlich schon wieder recherchieren. Aber was da verglitscht ist in dieser Saison in puncto Quests, es geht mir auf die Nerven, es ist unfassbar. Na gut, was die Verlängerung betrifft, hier sieht man es auch nochmal. Vielleicht ist es ja auch eine Chance, vielleicht, ich glaube ja nicht dran, aber vielleicht nutzen sie die Zeit und hatchen wenigstens noch diese ganzen Season-Quests, denn das habe ich also wirklich mal recherchiert und erfragt. Es ist wirklich auch das hier. Nicht nur das mit der HRM, sondern auch das hier ist von Day One so. Von der Season ausgehend. Und man bekommt auch wirklich am Schluss das Zeug nicht. Also niemand, ich weiß nicht, wie viele Spieler Rogue spielen, sagen wir mal, was weiß ich, 500.000 oder so. Ich habe keine Ahnung, vielleicht sind es bis 300.000 oder nur weniger. Aber sagen wir mal 500.000, alle 500.000 Spieler bekommen das hier nicht. Es hat niemand bekommen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie das so lassen. Also vielleicht nutzen sie die Zeit und patchen noch wenigstens das hier, dass man auch, wenn man sich schon durch diese HRM-Quest gequält hat, auch die Belohnung bekommt. Und für die, welche die HRM-Quest nicht gemacht haben, vielleicht patchen sie das ja auch noch. Und eine Möglichkeit vielleicht sowas auch noch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es müssten ja sogar neue Wochenquests kommen. Hier steht ja in einer Stunde 32 Minuten neue Quests, wenn noch neue kommen. Für mich ist das jetzt alles auch noch total frisch. Ich kann es euch nicht sagen. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Aber das kann ich euch sagen, denn
wie gesagt, warum Traditionen brechen. Ich habe das die letzten beiden Male berichtet, also muss ich es jetzt dieses Mal auch berichten. Die Saison ist wieder mal verlängert. Dann kann ich mich ja mit den letzten 5 Stufen dann zurücklehnen und mir Zeit lassen. Ich werde die auf jeden Fall noch machen. Ich meine, der Fates ist vorbei. Das war der letzte Skin, den man freischalten kann. Und auch sonst, das erinnert mich ein bisschen an Fall Guys. Jetzt kommen ja nur noch Kisten. Aber die würde ich auch noch nehmen. Aber das war's auch schon. Mehr wollte ich euch gar nicht sagen. Die Saison ist verlängert. Und apropos Kisten. Also ich werde in der Saison mindestens noch ein Pack-Opening machen. Ich habe mich entschieden, das zu splitten. Ich bringe also zweimal ein halbes Dutzend. Ob ich jetzt beide, also in dem Fall 6 Kisten diese Saison noch aufmache oder einen Teil diese Saison, einen Teil neue Saison, das weiß ich noch nicht. Eigentlich habe ich Angst, dass die Kisten weg sind zur neuen Saison, das habe ich nämlich auch schon erlebt. Und bei den ganzen Glitches, vielleicht bringe ich auch 2 Pack Openings, dann ist es halt der totale Rogue Company Juli. Aber das kann ich euch sagen, da könnt ihr euch drauf freuen. Mindestens ein Pack Opening kommt noch. Jetzt nicht vielleicht gleich morgen oder so, sondern in einer Woche oder sowas. Aber das wird kommen. Na gut. Das war's aber auch schon wieder. Also, virtuelle Horizonte, der Eventpass verlängert. Ihr habt noch ein bisschen mehr Zeit. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von all dem haltet. Seid ihr fertig mit dem Pass? Ist es euch egal oder freut ihr euch, dass ihr noch ein bisschen mehr Zeit habt? Und ansonsten, ich melde mich wieder, wenn es was Neues gibt. Interagiert mit dem Video, würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns dann im entsprechend nächsten Video. Tschüss!